Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beginnen wir endlich die Andi-Uni-Miniseries, die ihr euch gewünscht habt. Und die wird größtenteils uncut laufen, deswegen werdet ihr ein paar Fails erleben, wie ich rede. Weil normalerweise mache ich sehr, sehr viele Fails, deswegen wird das ein bisschen ungewohnt und neu. Aber ich denke, es wird sehr cool. Also natürlich hin und wieder, hier und da gibt es ein paar Cuts, wenn ich längere Sprechpausen mache oder wenn es Ladezeiten gibt und ich gerade nichts zu reden habe. Ich komme ständig an mein Mikrofon übrigens. Daran müsst ihr euch jetzt leider ein bisschen gewöhnen. Ich bin nämlich ein bisschen inkompetent, was das angeht. Jedenfalls, ja, beginnen wir jetzt. Und das ist die gute Elaine Roberts. Und das ist die gute Frau, mit der wir Sims 4 an die Uni spielen werden. Wir werden so weit spielen, bis sie ihren Abschluss hat. Und eventuell dann noch ein bisschen, wenn sie halt irgendwie eine bestimmte Storyline hat oder so. Auf jeden Fall möchte sie halt ein bisschen unscheinbarer aussehen in dem Unterricht und so weiter. Aber abends, wenn sie weggeht, wird sie halt ein bisschen wilder, sag ich mal. Also das sind alles sehr, sehr casual Outfits und so. Aber wenn sie Party macht, ist sie halt schon so ein bisschen eher draufgängerisch. Denn sie ist einfach eine Partymaus, aber sie möchte das nicht so vor allen unbedingt zeigen. Direkt, wenn sie halt da ankommt und so weiter. Deswegen ist sie eh sonst eher casual gekleidet. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt. Ich bin einfach bereit. Ich freue mich so. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann weine ich übrigens. Okay, es hat funktioniert. Das ist gut. Wir beginnen auch im Frühling einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hinziehen sollen, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Plan. Wir wohnen eigentlich. Wir können ja sagen, sie wohnt in San Myshuno, in so einem Apartment-Dingsi. Dann kann sie ja vielleicht hier wohnen. Da sind zwei Zimmer. Das ist vielleicht nicht so. Wir könnten ja das hier nehmen. Kobolde. Naja, egal. Interessiert uns jetzt ja in dem Moment nicht so sehr. So, was ich als allererstes machen möchte, ist ihr ein Fahrrad kaufen, damit sie halt immer schön mit dem Fahrrad rumfährt. Ich freue mich schon sehr aufs Fahrrad. Fahrer. Warum kann man das nicht suchen? Wo soll das sein? Wahrscheinlich draußen. In dem draußen. Oh. 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 Verkehrsmittel? Ist das ein Hint, dass wir Autos bekommen? Also, ich meine, das kommt ja nicht einfach so, oder? So, was gibt es denn für Farben? Also, sie mag halt dunkelblau sehr gerne, deswegen nehmen wir dunkelblau, würde ich sagen. Also ich meine, das merkt man ja in ihrer Kleidung, sie hat ja viel dunkelblau. Und sie hat keinen Fernseher, aber man kann ja dann genauso auch sich hier... Wegen keinen Briefkasten kann man das anscheinend nicht machen, oder ist das da vorne dann? Ah, doch, das ist hier. Okay, ich würde sagen, wir bewerben uns erstmal an einer Universität. Ich glaube, es dauert einen Tag oder so in-game, bis man halt eine Antwort bekommt, beziehungsweise man dann halt sehen kann, dass man eine Antwort bekommen hat. Deswegen würde ich sagen, warten wir jetzt ein bisschen. Und ja, ich nehme dann erst wieder auf, wenn sie halt quasi die Antwort bekommen hat. Bis dahin kann sie ja ein paar Sachen lernen an Fähigkeiten und so weiter. Wir haben Post bekommen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es die Post ist für unsere Universität. Und wir gucken mal rein. Uni-Zulassungsbescheid. Dann lesen wir den mal. Oh, ich freue mich. Wir wurden direkt zugelassen. Wow. Musik. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Also wir sind nicht zugelassen für Spezialabschlüsse, das ist klar. Wir haben ja auch noch nichts getan in unserem Leben. So, also ich kann mir vorstellen, dass Elaine vielleicht jetzt gerade so 18 ist oder so oder 19. Sie hat vielleicht gerade so ihr Abitur oder so gemacht und sie hat jetzt halt Interesse daran zu studieren. Sie ist halt noch sehr jung und dementsprechend hat sie natürlich noch nichts so wirklich in ihrem Leben getan. Deswegen, ja. Es ist die Frage, was machen wir? Also ich finde Psychologie natürlich ziemlich cool. Aber, es gibt halt sehr, sehr viel, was halt ziemlich cool ist, ne? Und deswegen, wir könnten auch Kommunikation nehmen, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also ich glaube, oh, wir gucken, was uns das halt dann bringt. Also ich würde halt erstmal bei Foxbury dann gucken.
Und dann machen wir das bestimmt hier, Fragezeichen. An Uni einschreiben, ja. Man kann jetzt auch Fähigkeitenunterricht nehmen, das ist cool. Sorry. Das ist auf jeden Fall auch neu. So, und dann gucken wir uns erstmal Foxbury an. Das, also ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber noch nicht allzu viel, deswegen. So, und dann gucken wir es mal bei Kommunikation. Was bringt uns das denn? Journalistin, Management, PR, Stiftungsverwalterin. Kunstgeschichte. Das wäre natürlich auch cool. Literatur und Sprache. Privatanwältin, okay. Theaterwissenschaft. Oh, das ist auch cool. Das, es ist halt sehr rund. Es kommt halt mit vielen anderen Packs gut zusammen, ne? Sonst Geschichte. Ja, nicht so, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde sogar Kommunikation nehmen, Fragezeichen. Warte, ich kann auch nochmal zurückgehen und kann nochmal hier gucken, ne? Bio. Also sie hat halt ein bisschen Fitness gelernt, deswegen wäre das halt vielleicht eine Sache, aber ich glaube nicht, dass sie Bodybuilderin werden wollen würde. Meeresbiologin. Ja, nicht so. Dann Orakel, what? Gaunerei ist halt auf gar keinen Fall was für sie. Physik? Nee. Psychologie? Professorin wäre halt cool. Ehrlich gesagt. Deswegen. Oder wir nehmen Wirtschaft. Oh, wir nehmen Wirtschaft. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir nehmen Wirtschaft. Und wir nehmen drei Kurse. Und einen Wahlkurs auf jeden Fall. Ein Wahl. Wir nehmen was mit Fitness, weil sie mag halt Fitness. Deswegen würde ich sagen, macht das halt am meisten Sinn. Und dann, ja, müssen wir halt viermal insgesamt dann jetzt zur Uni gehen, also uns viermal einschreiben lassen, wenn wir halt drei Kurse halt an Pflichtkursen haben. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Gut, dann würde ich auf jeden Fall irgendwo hin. Jetzt ist die Frage, wo ist was? Also das hier ist halt ein bisschen teurer, aber ich glaube, ich würde dann da hingehen, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen schöner da. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Deswegen gehen wir einfach mal dahin. So, und wir haben das Geld ja gerade noch. Deswegen, also sie hat wahrscheinlich ein bisschen Geld bekommen von ihren Eltern oder so, als sie ausgezogen ist. Und deswegen hat sie halt noch 10.966 und das kann sie halt auch direkt zahlen dann. Haushaltskasse bezahlen, genau. So. Oh nein. Oh nein, warum? Warum sollte ich das verkaufen wollen? Ich kann auch nichts überweisen. Okay. Ich kann die bestimmt einfach aus meinem Dingens rauspacken, oder? Ich hoffe es, dass ich die einfach aus meinem Haus, aus dem, ich weiß nicht, aus den Wohnheimen da, aus, also. Wenn ich halt cheate, aus Familie entfernen, weil es ist ja nicht von der Familie, aber ich will die ja nicht, ich will mit denen nicht spielen. Die können ja ruhig da wohnen, aber. Entschuldigung, mehr nicht. Dafür ist das hier nicht gedacht. Also, Entschuldigung, wie lange dauern die Ladebildschirme manchmal? Das ist einfach mal viel zu krass, ey. Aber ich habe auch viel zu viel Sachen drin. Es kommt einfach direkt eine Last Exception-Meldung. Warum? Aber egal. Oh, mein Rad? Warum? Ach so, das ist da drin. Hä? Da sind meine Hausaufgaben. Ich muss auf jeden Fall nicht duschen. Warum bin ich noch im Schlafanzug? Warte. Testing. Testing. Cheat. Ey, ich kann einfach nicht tippen. Cheats. True. Und dann kann ich das sagen, aus Familie entfernen. Ja. So, sehr schön. So, und Entschuldigung, das funktioniert so nicht. So, und jetzt darf ich mich natürlich entscheiden, in welches Zimmer ich möchte. Die haben alle Partner im Raum, oder? Ich würde sagen, ich nehme. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich nehme das. Elaine. So. Und dann das Erste, was sie tun muss, ist duschen. Oh, Robo.
So. Und dann müssen wir hier an der Fähigkeit forschen, debattieren erreichen. Ach so, Level. Okay. Und hier ist unser Plan. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Die Sprache des Geldes, da brauchen wir Charisma. Wir brauchen Charisma zweimal und einmal Logik und dann halt Fitness für das Wahldingsi. Und das nächste, was wir haben, ist auch Fitness. Der Rest ist erst in ein paar Tagen. Okay, dann müssen wir eine Abschlussarbeit einreichen, Abschlussprüfung machen und auch eine Abschlussarbeit einreichen. Wir müssen gar keine Präsentation machen, das ist auch interessant, weil ich weiß, dass das auch geht. Das habe ich schon gesehen gehabt. Jetzt müssen wir halt Hausaufgaben machen und ja, da können wir uns dann ja gleich schon dran setzen. Dann geht sie erstmal strollend weinen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alles andere als speziell. Für keinen einzigen Spezialabschluss zugelassen worden zu sein, ist ziemlich enttäuschend. Girl, du bist so gerade aus der Schule raus. Was ist dein Problem? Das funktioniert so nicht. So, wenn sie pullern war, dann kann sie ja erstmal für Fitness die Hausaufgaben machen, weil sie das ja als nächstes halt quasi machen muss. Deswegen. Ja. Und dann muss ich ja. Ich setze übrigens mal das Geld wieder auf 10.000. Oder wir machen 5.000. So. Weil ich finde das ein bisschen viel. Ehrlich gesagt. Weil sie nimmt ja erstens nicht alles mit und zweitens ist das ja auch das Geld von den anderen. Deswegen möchte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich sagen. Irgendwas. Ah! Ihr wisst jetzt mittlerweile vielleicht schon, warum ich eigentlich normalerweise immer nur schneide. Es ist einfach so eine Sache. Also ich meine, früher habe ich nur ungeschnittene Let's Plays gemacht, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Warum gehst du in irgendein Zimmer? Ich meine, das ist hier keinem zugewiesen. Aber trotzdem, das funktioniert nicht. Was tust du mit deinem Leben? Aber egal. Aber sie ist sehr süß und sie ist sehr, sehr konzentriert. Sie ist ja halt auch sehr ehrgeizig und sie ist ein Bücherwurm und deswegen passt das. Sie stellt sich natürlich dann gleich auch den Leuten vor. Die sehen ja zwar alle ein bisschen komisch aus, aber Dinge passieren auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir haben bestimmt auch Leute, die bei uns mit im Raum sind. Akito Yamaguchi ist auf jeden Fall bei uns. Das müsste er hier sein, ne? Dann müssen wir uns bei ihm auf jeden Fall vorstellen, weil der steht bei uns mit im Raum. So. Es wäre natürlich gut zu wissen, wenn. Also zu wissen, mit wem man zusammen wohnt. Und vielleicht freundet man sich ja auch an. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Das wäre natürlich das Optimum. Gut. Dann, würde ich ihm eigentlich gerne ein Makeover verpassen, aber das mache ich vielleicht irgendwann mal. Erstmal nicht, weil noch sind die ja kein nicht so direkt ein fester Bestandteil der Story, deswegen. Ja. Sie kann sich einfach mal bei allen, die gerade hier sind, vorstellen. Das sind einfach nur Typen, was ist denn los? So, und dann kann sie ihn am besten noch kennenlernen und dann nach Tag fragen. Ja. Und dann mach erstmal ein bisschen schneller, weil ich meine, gerade ist nicht so krass spannend, ne? Mögen die sie nicht? Was ist denn so? Also, Gut. Ich hoffe oder denke, dass hier noch jemand hinkommt. Aber das wissen wir natürlich auch nicht. Ich weiß, dass man hier irgendwo einen Stand hat, wo man halt Sachen kaufen kann für sein Dings. Uni-Objekte kaufen. Uni-Infos erhalten. Uni-Bedarf. Da gucke ich. Ach so, man kann. Ah, cool. Aber ich würde gern Uni-Objekte kaufen dann gleich und guck mal, was dann da abgeht. Denn wir möchten natürlich das auch ein bisschen für uns ein bisschen individualisieren. Genau. Das ist, was ich sagen wollte. Ich setze mich einmal um. Weil das ist ein bisschen unbequem.
I'm sorry, das werdet ihr wahrscheinlich auch öfter erleben. Aber das ist nicht so schlimm. Ihr Spaß ist schon direkt so, nein, ich möchte das doch nicht machen. Aber ja, das ist schon okay. Wir können ja gleich ein bisschen rumradeln oder so und das wird dir bestimmt Spaß machen. Was wünscht sie sich denn für verbotene Wörter brüllen? Nee, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Er macht auch seine Hausaufgaben. Cool. So, und dann morgen um 8 Uhr haben wir dann das Fitness-Dings. Gut. Was blinkt hier eigentlich? Was ist das? Organisation. Elaine gehört keiner Organisation an. An der Universität eingeschriebene Sims können beitreten, indem sie ein aktives Organisationsmitglied fragen. Okay. Und sonst könnte man Kunst machen, aber Kunst ist, glaube ich, nicht so ihrs. Debattiergilde? Fifi-Kurse? Okay. Das ist interessant. Aber da muss ich mich erstmal noch, muss ich überlegen, ob das was für sie ist. So, sie ist fertig mit ihren Hausaufgaben. Das freut mich natürlich. Warum, du hast ein Bett. Warum, egal. Das ist halt Sims at its best, auf jeden Fall. So, Girl, dann gucken wir mal, was man da so kaufen kann. Und vor allem, ob wir halt genug Geld dafür haben. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen hier zu kaufen. Oh mein Gott. Okay. Also, ich denke, ein Spiegel ist eine Sache, die könnte man gut gebrauchen. Weil sie muss das ja auch lernen mit Charisma und so. Teppiche, eine DIY-Truhe, die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, würde ich sagen. Ekelschutz, ja, haben wir ja gerade drin, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt mehr. Ja, nee, die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir können uns einen Laptop noch leisten, deswegen, eigentlich wäre das eine Sache, die man auf jeden Fall mitnehmen könnte, oder? Ich glaube, wir brauchen sogar zwingend einen, deswegen einen Kühlschrank könnte man natürlich kaufen, aber es ist erstmal nicht so wichtig. Deswegen, ja, wir lassen erstmal noch 500 übrig, weil wir brauchen ja auch noch Geld für Essen und so. Deswegen, ja. Und dann gucken wir mal. Dann, ich habe gehört, man kann die sperren lassen für andere. Computer sperren für jeden außer Elaine. So, weil ich meine, das ist ihrs, ne? So, und dann kommt das halt auch so in ihre Ecke hier. Ist jetzt alles ein bisschen provisorisch eher. Achso, man kann das auch verschieben. Gut. Also wenn das so ist, dann ist es vielleicht auch besser, wenn das dann hier steht. Und das so ein bisschen so ist. So. Gut, und sie möchte ein bisschen Spaß haben. Sie kann ja... Kann sie einfach sagen, mit Fahrrad herumfahren, ja. Das macht bestimmt Spaß. So, Girl. Do it. Okay. Ich finde es so schön, dass Fahrräder endlich im Spiel sind. Das... Ah, sorry für den komischen Cut, aber meine Kamera ist ausgegangen und dann, wenn das halt mittendrin passiert, dann macht die Aufnahme immer ein paar Probleme. Deswegen muss ich die erstmal beenden und so. Aber ja. Aber es sieht doch voll cool aus. Und was lernt sie dabei? Fitness tatsächlich. Ist ja nicht schlecht, wenn sie dann halt das ja eh quasi braucht. So, wem würde man das denn machen mit einer Abschlussarbeit? Alle Studenten sollten vor Ende des Semesters eine Abschlussarbeit erreichen. Studenten können ihre Abschlussarbeit am Computer schreiben und einreichen. Okay. Also können wir das theoretisch immer machen. Ich denke, sie erkundet jetzt gerade quasi erstmal so ein bisschen, wie das hier so abläuft und so. Also ein bisschen, nicht wie es abläuft, sondern... Wie ist sie gerade so? Ich würde eigentlich sie gerne schon in den ersten Unterricht schicken. Aber irgendwie ist die Folge, glaube ich, schon relativ lang. Das ist halt so eine Sache, ne? Aber ja, es bleibt uns halt nicht so viel anderes übrig, glaube ich. Aber ein paar Minuten machen wir noch. Dann, keine Ahnung. Sie hat auch erstmal genug Spaß. So, sie muss sich halt was zu essen holen. Es ist die Frage,
Wo holt man sich Essen? Gemeinschaftsräume, maybe? Kann man da essen? Bestimmt. Wir gucken es uns an. Ja, hier gibt es Essen auf jeden Fall. Aber hier steht noch niemand. Okay. Wer bist du? Warum bist du in meiner Gruppe? Aber egal, ich stelle mich dir einfach mal vor. Ich habe dich Ach, gehen Dag ges ich Dag. was? Ich habe dich gehen sehen. Also, Close was machen take wir? down. Okay. Grenoy bars. Ach Palace so, of manchmal Dark. kommen die dann anscheinend einfach mit. Silver Okay. womb Dann Clarice. lernen West wir uns einfach ein Brynum. bisschen kennen. Snabby Ich meine, Goby. warum er macht Dinge hier? Thomas Jabari, ein Absolutely. Senior. Okay. So, und hier können wir Gewürze hinzufügen. Oh, es ist kostenlos, das ist gut. Wir bestellen Ramen. Das ist, denke ich, genau das, was sie wollen würde. Jill ist aktiv. Gut zu wissen auf jeden Fall, ne? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich halt ja quasi mehr oder weniger Uncut machen will und mache dann trotzdem Pausen. Deswegen kommen zwischendurch trotzdem Cuts. I'm sorry, aber. Aha, ich bin es einfach absolut gar nicht gewohnt. Ich bin es einfach gewohnt, dass ich dann 1 bis 1,5 Stunden aufnehme und dann die ganze Zeit das einfach runtercutte und zwischendurch dann gar nichts sage. Deswegen ist das noch ein bisschen komisch für mich, aber ne, passt schon. So, und sie isst jetzt Ramen. Ich finde es schön, dass sie dann auch Essen kommt, das nicht nur im Base Game verfügbar ist, weil Ramen gibt es ja nur in Sanmaishuno, also halt Großstadtleben. Also ich weiß, da kann man das als einziges kaufen. Also nur, wenn man das Pack hat. Deswegen, ja. Ich glaube, sie ist sehr zufrieden mit dem Essen. Was hat das denn für eine Qualität? Normal. Immerhin, ja. Das. Warum komme ich immer mit dem Mikrofon? Es tut mir so, so leid, Mann. Ich bin einfach. Es funktioniert nicht. Das ist Dirk Traumtänzer, okay. Können wir. Wo ist denn unser Girl? Where is she? Ist sie gegangen? So? Oh, was ist hier denn? Guck mal, die dieselbe Frisur wie wir. Hier ist ein Kunstdings. Also. Das sieht voll cool aus. Ich wusste nicht, dass das. Oh, das ist cool. I like that. Also. Das sind neue Dings, ne? Also, es ist wirklich nach Vorlage. Und dann, je nachdem, wie gut man quasi im Zeichnen ist, sieht das dann wahrscheinlich auch aus. Also, wow. Cool. Also, ich bin begeistert, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ja, oh, sie ist wieder da. Ich dachte, sie wäre gegangen. Ich habe sie wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Sie war wahrscheinlich die ganze Zeit noch da. Aber wir können uns ja erstmal besser mit ihr anfreunden. Man kann sie einen verrückten Plan vorschlagen. Und mit ihm auch. Und dann, ich will nicht streiten, über Fitnesstechniken reden. Und eine lustige Geschichte erzählen. Über Tressen reden. Ich meine, wenn er schon mal hier ist. Wir wohnen ja im selben Dings. Wer bist du? Jing Fen. Okay. I don't know who you are, but, yeah. Sie ruft die ganze Zeit Leute so zu sich. Ich denke mir so, Girl, du, die Studenten werden schon kommen, wenn sie Hunger haben. Aber ja. Ich frage mich, warum das hier nicht auch diese Gemeinschaftstoiletten sind, sondern halt ein normales, weil ich meine, das hätte doch genau hier reingepasst. So, und ich meine, jetzt, wo es da ist, sollte eigentlich jedes Gemeinschaftsgrundstück das kriegen, ey. Bei meiner Überarbeitung, beziehungsweise ich mache ja dann auch einen eigenen Save-File, da werden jetzt alle Gemeinschaftsgrundstücke werden das kriegen, ey. I mean, es ist halt einfach genau das, wo man sich denkt, was es ist. Hat das überhaupt Sinn ergeben? Ich habe keinen Plan. Wir fragen mal, was sie für einen Abschluss hat. Aber das ist natürlich auch neu. Das kennt man ja noch nicht, sag immer. Und dann fragen wir. Elaine hat erfahren, dass Jill das Hauptfach Kommunikation an der Einrichtung Universität von. Oh, ach so, sie hat auch Kommunikation. Gut. Ah, oh, what? What is she doing? So, und. Was könnte man denn noch so machen an so einem
schönen Abend. I don't know. Es ist halt so eine Sache, ne? Das Felix Psydet. Okay. Das ist mein Fahrrad, oder? Ja. Gut. Das hätten wir erstmal fast verpasst. Dinge passieren auf jeden Fall. Kann man nicht irgendwie sagen, dass man immer damit fährt? Als Lieblingsfahrrad festlegen. Reisen. Nee. Eigentlich will ich gerade nicht reisen. Pack es in den Inventar. Bitte. Und dann fahren wir nach Hause. Beziehungsweise, es ist ja nicht unser Zuhause, aber, you know. Und dann können wir uns ja schon mal in Ruhe hinlegen und dann. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann unseren ersten Kurs. Ja. Ich weiß, die erste Folge ist jetzt vielleicht nicht so spannend gewesen, wie es hätte sein können. Hakim Yassine ist übrigens auch unser Dings. Wir sollten uns den zumindest schon mal vorstellen. Weil ich meine, das wäre schon fies, jetzt zu sagen. Nein. Oh, hier kommt auch Essen hin. Gut zu wissen auf jeden Fall. Wir sagen erstmal Hi zu dem. Hi, wir wohnen zusammen in einer Wohngemeinschaft hier. Und dann geh bitte einfach schlafen, weil du musst morgen um 8 Uhr raus. Und da solltest du auf jeden Fall ausgeschlafen sein. Vor allem, wenn du morgens vielleicht noch was frühstücken möchtest. Gut, dann hör auf zu reden. Es ist ein bisschen weird, dass sein Bart weiß ist und seine Haare schwarz, aber ich judge ihn einfach nicht. Also, wenn es das ist, was er möchte, dann wird das schon so passen. Gut, und damit beende ich jetzt die erste Folge. Wie gesagt, es ist nicht so viel Spannendes passiert. Wir sind halt erstmal eingestiegen. Aber das Ganze dauert natürlich länger, als man irgendwie denkt. Aber ich möchte jetzt auch nicht Stundenparts machen oder so, weil muss halt jetzt nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann zur Uni gehen zum ersten Mal. Und ja. Die Folgen werden übrigens nicht unbedingt mittwochs und samstags kommen. Also samstags kommt ja sowieso eigentlich immer die 100 Baby Challenge, außer jetzt heute, weil es halt gestern rauskam. Beziehungsweise mich kam es heute raus und morgen kommt für euch die Folge raus. ja. Aber das ist schon okay. Ich werde halt einfach immer zwischendurch aufnehmen, weil natürlich sind diese Videos weniger Arbeit als die 100 Baby Challenge. Deswegen kann es auch sein, dass halt mal Montag oder Dienstag oder Donnerstag oder Freitag ein Video kommt oder Sonntag oder wann auch immer. Ich werde halt spontan das dann einfach aufnehmen und hochladen, wie ich Lust habe. Wenn ich halt mal kein Mittwochvideo schaffe, dann kann natürlich das trotzdem kommen. Aber ja, an sich wird das wahrscheinlich sehr viel häufiger kommen als alles andere. Aber das wird ja auch nicht für immer laufen. Das ist ja viel kürzer, das soll ja viel kürzer werden. Sie soll ja nur einmal nur ihren Abschluss schaffen und dann halt in ihre Karriere gehen und ein bisschen ihr Leben leben und dann ist ja schon wieder vorbei. Deswegen, ja. Ich würde sagen, ich habe viel zu viel gelabert jetzt am Ende noch. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!